Und damit willkommen zurück zu Pankapu. Wir sind jetzt auf dem Weg, die Schwester von Ohiti zu finden. Und da heißt es, der Zeitsuchermodus ist jetzt im Peppo verfügbar. Ja gut. Wollen wir aber jetzt nicht. Hier haben wir alles gefunden, wenn ich das richtig sehe. Nein, hier haben wir nicht alles gefunden. Hier ist irgendwo noch ein Story-Schnipsel, der uns fehlt. Aber wo ist denn der? Hä? Hier fehlt uns ein Story-Schnipsel, aber ich weiß nicht wo. Ob der sich uns noch irgendwann öffnen wird? Keine Ahnung. Wir gehen jetzt erstmal in die nächste Welt. Und suchen die Schwester von Ohiti. Schöne Welt, schön optisch dargestellt. Halt. Stopp. Ich weiß nicht, ob ich da unten lang kann. Ach, ich hatte recht. Ah. Wow. 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 Was seid ihr denn? Alter, die gehen ja schnell ab. Ihr seid ja krass drauf, ihr Jungs. Jungs. Da wollte ich hin. Na komm. Jawohl. Die sind ganz schön bissig, ne? Wenn ich das mal so anmerken darf. Oh, Schwesterherz. Oh, Hala, was machst du hier? Die gleiche Frage könnte ich dir stellen, Bruder. Was machst du so weit von Peppu? Das ist eine lange Geschichte. Peppu wurde von den Hyanagis angegriffen. Aber Pankapu, der Traumwächter, der hier bei mir ist, schlug sie zurück. Im Laufe unseres Abenteuers fanden wir die Igidie unserer Schwester Ohoko. Versteckt in einem himmlischen Samen. Also sind wir hergekommen, um sie zu finden und festzustellen, dass es ihr gut geht. Verstehe, also haben es diese Monster bis nach Peppu geschafft. Ein Glück, dass ihr da wart, um sie zu vertreiben. Würdet ihr mir glauben, dass auch ich nach unserer Schwester suche? Sie verhält sich seit kurzem sehr merkwürdig und so wollte ich mir mit ihr sprechen. Warum verbinden wir uns dann nicht? Du wirst bald bemerken, dass Pankapu nicht sehr gesprächig ist. Sein Sidekick Chi hat das alle Male wett. Wie ich unsere Schwester kenne, würde es mich nicht wundern, wenn der Hitzkopf in Teufels Küche geraten ist. Ich glaube, wir sind kein bisschen zu früh, sie daran herauszuholen. Was habe ich jetzt für eine neue Fähigkeit? Oh! Nein! Nein, stopp. Geh zurück. Hihi. Was ist das? Nee, das ist nix. Okay, nein, da ist er nicht. Aber ich habe ihn gehört. Dann gebe ich nochmal Gas. So, einfach durchlaufen. Und ihn sich schnappen. Höre ich jetzt noch einen oder nicht? Ja, komm. Hihihi.
Okay. Was zum Teufel? Warum komme ich da jetzt nicht lang? Okay. Komm da nicht hoch. Boah, komm. Ernsthaft. So. Also irgendwas gibt's da rechts. Da kommt man irgendwie hoch. Nee, da komme ich irgendwie nicht hoch. Und da ist irgendwas, das weiß ich. Da ist doch irgendwas, das könnt ihr mir doch nicht sagen. Komisch. Naja. Ohoko. Ich hab dir ja gesagt, dass sie in letzter Zeit sonderbar ist. Aber das macht keinen Sinn. Es ist so, als würde sie uns überhaupt nicht erkennen. Ich befürchte, es ist weitaus komplizierter, als es scheint. Der einzige Weg, Antworten zu bekommen, ist, sie zu erwischen und zum Sprechen zu bringen. Ja, toll. Und wie soll ich das jetzt machen? Hier runter. Echt vorsichtig lang gehen. Wow. Hier runter? Ja, hier runter. Schön. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich muss schon wieder gucken, wie ich mit diesen Typen klarkomme. Okay. Na komm. Immer in die Augen. Und immer runterfallen. Verdammt! Ich dachte, es würde weiter runtergehen. Jetzt in sich. Der Gegner. Da ist nochmal eine Nummer härter. Okay. Geh nochmal schön runter. So, hier runter, hier runter. Hier runter und hier. Was ist denn das für eine Fähigkeit? Hab ich nicht verstanden, aber egal. So, komm. Okay. Nee, da kann ich nicht hoch. Neben mir schwirrt eine Mücke rum, die habe ich jetzt gerade mal... drauf, du blödes Drecksding. Erledigt. Erwisch ihn nicht.
Boah, bleib mir weg. So, wie komme ich da hoch? Dafür bekomme ich wieder eine neue Fähigkeit, könnt ihr von ausgehen. Nein. Schön. Da sind wir gemein. Da muss man immer ins Auge ziehen. Oh, ernsthaft? Okay, dann lassen wir es mal weg. Komme ich von hier rein? Oh. Cool. Das war ja dann in dem Augenblick easy. Na komm. Eine Feder? Eine Feder? Das, was ich mir denke. Ach, wie krass. Kann das einmal ganz kurz zeigen? Können wir hier lang? Und in der Form kommen wir nämlich genauso entgegen dem da. Also ihr könnt mit dem Ding hier fliegen, so gesehen. So. Yippie! Und hier wieder hoch. Oh yeah. Nein, wir wollen da noch nicht hinterher. Hihi. Ich möchte erstmal jetzt hier links lang. Denn hier waren auch noch Sachen. Und die will ich jetzt erstmal entdecken. So. Und alle weg. Hier ist irgendwo einer drunter, deswegen. Da muss er sein. Hier irgendwo ist er. Boah, nee. Boah, was für Lex. Oh. Ich war ein bisschen zu schnell. Deswegen kam ich auch da oben nicht lang, weil es nämlich auf der anderen Seite war von dem hier. Ich komm da oben nämlich raus. Voll. Da oben ist noch irgendwo einer. Schön, wie ich jetzt mehr Schaden mache. Aber was, hier gibt es 18 Stück? Habt ihr sonst noch irgendwelche Probleme? Wow. Ich sag doch, da geht's lang. Deswegen hatte ich das auch gehört. 18 Stück, Leute. 18 Stück. Oh mein Gott, wie soll ich denn da lang kommen? Ja. Na, wunderbar. Ich höre schon wieder ein. Nein, 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 nein. Wie soll ich das denn machen? Okay, gut. Alter, was wollt ihr von mir? Nein, nein, nein. Oh, das war doof. Ich hätte unten lang gemusst, aber ich habe jetzt aus Versehen aus purer Dummheit-Reaktion doppelt geklickt.
Ich wollte eigentlich hochspringen. Hätte ich einfach nur springen müssen. Man muss ja auch erstmal diese neue Fähigkeit gewöhnen. Muss man mal ehrlich sein, oder? So. Okay. Wow. Okay, den haben wir. Irgendwas habe ich bekommen, aber ich weiß nicht was. Wow. Nein. Oh, ist das fies. Da war auch einer, den habe ich gerade gesehen. Jetzt hauen sie aber hier wirklich auf den Putz, ne? Jetzt wollen sie es wissen, sage ich euch. Jetzt wollen sie es eiskalt wissen. Nein. Boah, ist das fies. Da muss man echt erstmal das Ganze hinbekommen, ne? Ah, die Ladezeiten sind ein bisschen nervig. Weil man ist ja schon im Level. Er müsste eigentlich jetzt wirklich nur sagen, gut, Level ist soweit geladen, nur bis dahin. Nein! Der schwebt da unten lang und da ist schon wieder der Nächste. Ah, diese Mujins, die gehen mir so auf den Senkel. Okay, ich habe ja nicht gesagt, dass ich 100% machen möchte, aber ich möchte halt es jedenfalls mal versuchen. Okay. Ja. Wow. Okay. So. Wow, wow. Hier ist irgendwo einer, ich weiß es aber. Komm nicht an den Rand. Okay. Oh nein. Nein. Boah, ist das fies. Ist das fies, ey. Da braucht man echt Konzentration pur. Der ist echt gemein, ey. Nein. Na, komm her. Danke. Okay, komm. Hier hoch, ganz vorsichtig. So. Okay. Wow. Gehen wir ganz vorsichtig hoch. Nein, 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 nein. Wow. Ja, da hinten ist noch was. Kam nicht ran. Nein, da war nichts. Na komm. So. Weg mit dir. Ja. Und weg ist er. Da ist aber auch nichts weiter, ne? Nein. Wo führst du mich lang? Er führt mich da oben lang.
Ach, verdammt. Oh, okay, gut, raus da. Halt, stopp. 17. Weiß nicht, irgendwie hätte ich gerne noch den Checkpoint da unten. Versteht, was ich meine, oder? Genau den da. So. Weil mit so ein bisschen Energie... Naja, schnell gehen wir nirgendwo hin. Sie ist die, die zu schnell ist. Es muss doch eine Möglichkeit geben, sie zu verlangsamen. Von allen dreien war sie immer die Ungestüme. Wir müssen uns schnell etwas überlegen, wenn wir sie fangen wollen. Wenn wir so weitermachen, wird das nichts. Pff, ihr könnt euch nicht mehr ohne Hilfe verteidigen. Oko, wie... Hier bist du endlich. Wir haben ewig nach dir gesucht. Das erzählst du mir, lieber Bruder. Du und deine Freunde sind eindeutig nicht in der Lage, die Hyanagis in den Griff zu bekommen. Geht es so weiter, wird keiner von euch den nächsten Geburtstag erleben. Geht zurück nach Peppu und überlasst alles mir. Ich kümmere mich um die Eindringlinge. Aber Pankapu ist ein Traumwächter. Es ist seine Aufgabe, diese Albträume zu besiegen. Apropos Traumwächter, wer sagt, dass du meine Ägide der Leidenschaft benutzen kannst? Ich habe sie sicher an einem unauffindbaren Ort versteckt. Ich habe sie sicher nicht dafür versteckt, dass ein Möchtegern-Held sie nimmt und einfach verwendet. Gib sie zurück. Was? Aber warum? Geht und kommt nie wieder. So nicht. Hat eure Schwester komplett ihren Verstand verloren? Ich hab dir ja gesagt, dass ihr Handeln vorhin merkwürdig war. Es ist nicht ihre Art, so zu handeln. Ich bin mir sicher, dass die Hyanagis hinter dem Ganzen stecken. Entschuldige sie nicht. Sie ist immer auf den Streit aus. Sie holt eindeutig das Beste aus dem Hintergrund Chaos in Omnia heraus, um die Oberhand zu bekommen. Sie ist unsere Schwester. Sie würde nicht ohne Grund so handeln. Ich meinerseits bin überzeugt, dass Gangray und seine Schergen dahinter stecken. Du bist wie gewohnt zu nachsichtig mit ihr. Wenn du so darüber denkst, dann bleib einfach bei Pankapu und Chi und versuche sie zu fassen zu bekommen, sie zur Vernunft zu bringen. Was mich betrifft, ich werde Beweise dafür finden, dass Hyanagis Verderbnis für ihren jetzigen Zustand verantwortlich ist. Uhiti, gehst du etwa alleine? Sicher, dass das eine gute Idee ist? Macht euch keine Sorgen um mich, ihr habt gezeigt, dass ich mich wunderbar verteidigen kann. Ich bin nicht mehr der kleine Uhiti, der plärrende mitten im Wald sitzt. Passt auf euch auf. Toll. Kann ich mich jetzt nicht mehr verwandeln, oder was? Ob ich mich jetzt verwandeln kann, ja oder nein, das und vieles mehr erfahrt ihr im nächsten Part zu Pankapu. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohot rein. Tschüss.